Hallo Leute und herzlich willkommen zu Raff Allah mit Hä, ich Raps bin in der Allah. Insel, Digga. In der Insel? Ja, hier ist so ein Schatz. Hä, echt? Ja. Geil. Da war eine Kiste versteckt. Die kleinen Schlawiner. Naja, Fakt ist, wie wir es wahrscheinlich gerade. Was ist das jetzt? Wir müssen unterirdisch, also unterirdisch ist so mäßig, aber. Wir müssen Dingens abbauen. Eisen. Beziehungsweise Schrott vor allem. Und generell eigentlich so ein bisschen. Wie soll ich sagen? Amen. Genau, Farmen. Mein Gehirn hat sich gerade verabschiedet. Ich weiß nicht, wer es gemerkt hat. Windows wurde heruntergefahren. Ja, wirklich. Scheiße. Ja, mehr gibt es Hast du? tatsächlich auch nicht zu sagen. Das war diese Hier ist noch ein Fisch. Folge, Hey. Ne, wir tun halt Schrott Leute. sammeln, wir tun Sand So. und Ich hab Hunger. Tonfarben. Alter, hier vorne ist richtig viel Sand, Schrott und Ton. Perfekt. Genau das, was ich aufgezählt habe. Ich komme jetzt auch Also, wieder. Ich muss noch kurz wie viel essen. Sand, Ton und Schrott hast du denn? Ich habe jetzt gar nichts mehr. Aber in der Kiste sind irgendwie noch fünf. Ist nicht Der so Haken viel. kaputt gegangen, oder was? Ja. Mann, das ist scheiße. Wieso haben wir denn so wenig Schrott? Ich wollte so ein Kram auch farmen, aber da hätte ich dann nochmal 5 Stunden mehr gebraucht. Das Ja, ich. so viel Zeit Ja. hatte ich dann auch nicht in meiner Freizeit. Verstehe ich. Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich werden wir auf dem Weg zu Utopia sowieso noch dieser einen oder anderen Insel begegnen, wo wir so ein bisschen abloten können. Am besten natürlich kaufen, weil wir sind ja rich, weil ich bin Schweizer. Wir haben eigentlich voll wenig Müll, also eigentlich nicht. Scheiße. Ja, egal, schmeißen wir einfach Aber ein ich sag paar mal so, Titanbarren ich rein. rette eh wieder den Tag jetzt gleich, weil ich jetzt gleich nach Hause komme. Ich habe hier Und auch noch Schrott. Da ist auch noch ganz viel. Hä, hey, da sind Schrott noch und mega Metall viel. mitbringen. Warst du hier? Ah, du bist hier. Okay, hallo. Mein Haken ist genau jetzt gerade kaputt gegangen. Genau jetzt gerade. Aber ich kann mir Das einen geht neuen nicht machen für die schräg. Sachen, die ich im Inventar habe. Oh nein, Ich das hatte über kostet aber 20, ganz viel. ich habe über 20 Schrott gehabt. Als ob, das ist so geil. Ich habe auch vier. Jetzt haben wir zusammen vielleicht fast wieder 20. Ich habe 15, immer noch, nachdem ich mir einen neuen Hast du Haken hier geholt alles, habe. Simon? Da haben wir 19 allein im Inventar und 5 noch in Ja. der Chest. Dann, So, Leute. das war's mit dieser Folge. Nein, Spaß. Alter, das Haus sieht schon geil aus, muss ich sagen. Da habe ich schon mal was Gutes gebaut. Dann bauen wir mal was Ja, der nicht Hai ist auch wieder da, Gutes. guck mal. Na, hallo, hi. Moin, komm mal her, kriegst Stichen. Ich Auf! habe das Gefühl, Lol, Bananen ja. wollen, das ist richtig gut. Lol. Na, egal. Okay. Ich bin wieder da. Du Dann. tust mal oben einfach dann Ja, ich fahr den weiter. Kurs wieder auf Utopia nehmen, ja. Kurs Richtung. Und dann, wenn wir Ja. losgefahren sind, können wir Sachen graben. Okay. Für wen hältst du dich eigentlich, dass du Wegen dem mir so spät Thumbnail. irgendwelche Bilder schickst auf dem Thumbnail? Und Ich für dachte, wen das hältst du Ding dich kommt. eigentlich? Was sollte das denn jetzt in dem heutigen Video, was da rausgekommen ist? Was für so Nicht sollte die Brennlampe oder hier Lötlampe für mich aussehen, Digga? So wie die leuchtet bei dir in dem Video. Junge, was für? Natürlich habe ich das gesehen. Ja, du dachtest halt, dass es so ist, aber Plot Twist, es war nicht so. Nein, Wieso dachte können ich wir denn nicht, gerade nicht Digga. fahren? Es war, ich dachte, Ach so ist es. so. Ich dachte einfach, es ist einfach so wie bei normalen anderen Gegenständen im Dunkeln, dass da einfach so, dass es so leicht leuchtet im Gegensatz zu anderen, irgendwelchen anderen Scheiß, der da einfach rumsteht. Ja, war halt funny, Meine ne? Güte, das fuckt mich schon wieder mies ab hier, Alter. Da auch so eine Ziegeltrocknermaschine? Nicht? Nee, die müssen in Schade. der Sonne trocknen. Und du baust sie innen hin. Innen unter Wasser. Und das Wasser die Ja. ganze Zeit noch über das Raft kommt. Wo kommt denn der Honig rein, wenn ich fragen darf? Bei diesem. Honig oder Waben? Nee, der Honig. Wo kommt der rein? Also eben Honig kommt. bei den Maschinen hier. Wo kommt der rein? Hier an der Ja, über Seite? den Maschinen in die Kisten. Oder, ach so, am Rand, links von den Maschinen Ah, meine ich. dort, okay. Der neue Benötigt Ofen ist Honig, ja, gemacht das worden, kann Honig Digga. Wir können da machen. jetzt aber richtig viel Zeug drauflegen. Wir können da 6 Sachen gleichzeitig braten drauf. Ein Ofen. Sechs? Echt? Digga. Sechs? Hä? Und Fünf? ich habe noch eine neue Batterie gecraftet. Da haben wir direkt den Vergleich hier. Alter. So riesig, Junge. Ja, mehr haben wir nicht Neues. Außer die Schmelze dann, aber die müssen wir halt noch machen. Dann machen wir jetzt, rüsten wir jetzt hier mal ein bisschen auf, würde ich sagen, oder? Dann machen wir hier. Wobei, wir können erstmal machen wir noch mit dem Schrott ein paar neue Batterien von den großen. Ja, wollte ich gerade sagen. Haben wir hier So, eigentlich auch jetzt ein habe ich insgesamt 1, Bewässerungssystem 2, 3, 4. für unser Gemüse hier oben? Nee, da ist ja dort direkt daneben ist dort so ein Tank, da ist mit der Flasche.
Ja, okay. Was bringt eigentlich mehr, Kartoffeln oder die Rüben? Gib ihm Kraftstoff. Beide scheißen wenig. Okay, chillig. Viking. Was für Metallbarren kam? Ich bin verantwortlich, dass das weg ist. Na, Metallbarren einfach. Nee, die sind. Hä? Einfach Metallbarren. Ja, die sollten die weg sein, bist du dumm? Die sind hier, in dieser kleinen Kiste. Hier halt noch. Ja, eben, kaum welche drin. Ich mache hier gerade neue. So. Wir haben jetzt noch 14 roh. Und 3 sind schon in der Schmelze. Ich bin dabei, Red. Oh, die Ziegel sind fertig, ne? Oh, die. Okay. Jetzt, guck mal, so schnell haben wir nämlich nur noch 22 Titan. 30. Ja, gut, aber jetzt haben wir auch krass verbraucht. Wie viel braucht so ein krasser Schrank? 4. Ja, 4. Ja, moin, Alter. Und wir haben ja auch noch diese 2 anderen Maschinen gebaut und. Alter, ich bin so gespannt auf unseren krassen Schmelzer, den wir bauen. Ja, den mache ich jetzt noch auch noch. Warte, ich mache jetzt erstmal den. Jetzt hast du, glaube ich, auch genug Metall. So, das Eisen ist fertig, Red. Ich baue die Glötze ab. Alter, ich habe 3 Schmelzen bekommen, Red. Ich habe 3 Schmelzen bekommen. Ja, tu die in den Spind rein, wo Möbel drin sind. Genau. Also in den, wo auch Handelsmünzen sind. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch mega viel Handelsmünzen. Ja, Handelsmünzen ist ja auch nicht unser Problem, aber wir brauchen halt Handelsmünzen und Müllwürfel. Ach so, man braucht beides. Ich dachte, für die Müllwürfel bekommt man Handelsmünzen und in den Handelsmünzen. Ich kann dir sagen, für Titanbarren, Alter. Also 3 Titanerz haben immer 3 Müllwürfel gekostet. Cool. Okay, komm mal und platzieren wir dieses Gerät. Der Gerät. Alter. Gerät. Guck mal. Oh mein Gott. Lol. Oh mein Gott, Gitter. Ja, so Gitter zu. Warte, ich hol mal eine gute Batterie von hier oben, noch die eine. Bruder, ist der geil. So, ich habe eine große Batterie. Sieht ja richtig geil aus. Oh mein Gott, Alter. Lol, das glüht. Direkt anfängt zu glühen. Oh, nicht mehr. Ah doch, jetzt wieder. Alter, der Gerät. Oh mein Gott. Das ist ja richtig geil. Sieht von der Seite so ein bisschen aus wie so ein Pizzaofen. Oh, jetzt. Der so ein bisschen rausbrennt. Ja, stimmt. Warte mal, ich mache hier mal was auf den Grill, dass wir den auch noch testen können. Alter, Grillparty, guck mal. Tanzparty. Komm mal zu unserem Grill. Lisa. Oh, Alter, das glüht ja richtig. Heißt das nicht, wenn es brutzelt, Red? Ich weiß nicht, du bist hier Chefkoch. Nee, also, ja, es brutzelt alles auf dem Ofen. Es muss schon brennen, sonst wird das nicht durch. Das darf ja jetzt nicht mehr so lange dauern, oder? Es muss doch safe schneller gehen. Ach ja, übrigens, der eine Punkt war einfach ein Bug irgendwie. Also, der ist jetzt wieder weg. Achso, der ist jetzt einfach weg. Ja, der ist einfach weg. Bug. Keine Ahnung, was das war. Wenn wir die eine Tür hier rausmachen, oder wir ziehen hier einfach eine Wand in die Mitte, aber das ist halt asymmetrisch. Nicht B-symmetrisch? Das ist da nicht symmetrisch, aber das juckt uns doch nicht, oder? Nee, das juckt nicht. Aber das haben wir auch schon gebraucht. Brauchen wir den vorderen Eingang hier überhaupt so wirklich? Wenn wir jetzt hier ist einfach, by the way, diese Stange vom Lenkrad. By the way. Ich hole mir kurz Sachen zum Bauen. Auch dieser Gang ist irgendwie so ein bisschen unnötig da hinten. Ist da auch. Ich hätte am liebsten diese Wände hier wieder rausgemacht. Aber die Wände sind halt auch praktisch, weil da können wir hier in die Ecken immer so Sachen reinstellen. Ja klar, das ist hier vorne, verstehe ich es noch. Aber wir könnten dann auch hier einfach zumachen und dieser Gang hier hinten hier dann einreißen, die Seiten. Aber dann brauchen wir wieder Stützen, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Lol, wir fallen gerade. Also, warte mal, ist Utopia unter Wasser? Warum? Keine Ahnung. Die Wände auf der Seite, von der Seite her. Wo bist du? Ach, hier. Will jetzt diese Wände hier einreißen, diese 3? Ja, aber Achtung, das Dach könnte zusammenfallen. Müssen wir das erstmal. Ja, ich weiß. Ach so, okay. Dann gibt halt so ein kleiner. Es gibt halt dann so ein kleiner Viereckblock, der halt dann in dem Sinne nicht genutzt ist. Aber wenn juckt das schon. Ich kann eigentlich schon mal anfangen mit einreißen, die sind ja. Nein. Alter. Welt speichern. Jetzt reißen wir ein. Aha, okay. Meine Achse ist genau in dem mit kaputt gegangen. Machen wir jetzt aber keine neue. Nee, es hat glaube ich sogar noch einen in der Kiste. Oh gut, jetzt können wir hier einfach noch zubauen. Warte mal kurz hier. Warte, lass das erstmal mal kurz hier mit der Tür. Ah, okay. Weil ich brauche eine neue Axt, aber ich habe keine Axt. Also, ja, aber es hat doch in der Kiste, hat es doch noch eine Axt. Ich brauch Schrott. Was soll ich abbauen? Die 2. Held und Held. Held, wir sind richtig gut. Was hältst du davon, wenn wir jetzt den Gang, hier raus. Die Tür bleibt, und dann machen wir hier eine Wand hin, dass wir quasi mehr Platz haben halt. Ein Wasserraum halt.
Aber hier würde ich auch ja, genau, zubauen. Quasi einen eigenen Wasserraum. Das heißt. Ja, mach das. Können wir nicht irgendwas reinstellen? Das ist so richtig Platz verschwenden. Können wir ja. Aber was? Wir können das zum Scheißhaus machen und dort zum Klo reinstellen. Ja! aber dann haben wir. Ich glaube, noch nie hat sich jemand so über ein Scheißhaus gefreut. Wir können auch eine Badewanne halt bauen, aber das ist halt so. Boah, warte mal. Wieso kostet ein Klo denn Nägel, Digga? Du musst ja auch irgendwie die Schüssel das befestigen. Passt die quer rein. Ich wollte gerade sagen, das passt doch nicht quer rein. Als ob man sich auf das Plumpsklo setzen kann. Hör mal auf zu lenken jetzt. Ja, tut mir leid, du kurz. Ich versuche hier was gerade hinzustellen und du lenkst erstmal. Geil. Aber man sitzt aber auf dem Klo so richtig motiviert drauf. Hä? Scheiße. Das Klo tun wir noch so. Was essen, Alter? Ja. So ein Teppich auf dem Boden. So einen kleinen Badteppich. So. Wollen sie auch gemütlich haben? Dann, was bauen wir hier noch rein, mein Kind? Irgendwas wollte ich hier noch hinbauen. Ach genau, Malerei. Wieso kostet Malerei Nägel? Sind wir da? Ich weiß es nicht. Wow, da bist du mit mir. Frankfurt am Main in Raft. Ja, Leute, ihr habt gerade gesehen, wie ich hier als Captain einmanövriert habe. Ich habe es zumindest versucht, dass wir einigermaßen praktisch rüberkommen. Wir sind jetzt hier in Utopia. Letzter Story. Was ist das denn, Finch? Was ist das? Komisches Tier auf jeden Fall. Komm mal wieder her hier, was machst du? Ach so, oh Gott, ich bin auch gar nicht auf der Insel. Guck die nur. Guck mal, wir haben ein Klo. Alter, mit den Vorhängen, oh mein Gott. Ja, komm mal, oh, geil. Warte, setz dich mal hin, setz dich mal aufs Scheißhaus. Guck mal. Für Privatsphäre ist gesorgt. Ey, das ist ja richtig geil. Oh mein Gott. Ja, setz dich auch mal drauf. Wie sieht das aus, wenn du drauf sitzt? Ein Gemälde an die Wand. Nee, können wir nicht, weil das passt. Was? Setz dich mal drauf. Alter, richtig chillig. Boah, so chillig habe ich noch nie jemanden kacken gesehen. Generell wenig Leute kacken gesehen eigentlich, aber egal. Können wir uns leisten, wir haben keinen Schrott mehr dafür. Okay, egal, scheiß drauf. Leute, wenn euch diese Folge Raff gefallen hat, die letzte, bevor wir Utopia erkunden, dann lasst doch unbedingt ein Like und ein Abo da. Schaut in die Playlist, schaut auch bei Rap vorbei. Dann werden wir nämlich diese Stadt hier zum ersten wahrscheinlich erforschen. Auch wahrscheinlich mehr als einen Teil. Deswegen. Digga, sind wir irgendwie dumm? Nee, bis zum nächsten Mal, Leute. Ja, tschüssi! Tschüss. Waking up like hello, feeling so mellow. Fresh about the shower, but there's nothing on my schedule. Mother effer, what it do? My steez be the swaggiest, fits real clean, but my flows be the